Herren, welcome to a new reaction. Ich liebe diese Socken tatsächlich. Die sind toll. Ich weiß gar nicht, was ist das für eine Marke? Ich will jetzt kein Product Placement machen, aber diese Socken, Leute. Habt ihr auch so Lieblingssocken? Das sind meine Lieblingssocken. Ja, obwohl sie könnten noch ein bisschen höher sein, dass wenn ich so Hosen anhab, die manchmal so ein bisschen hochrutschen. Ich kombiniere das gerne mit Chucks, dass man die dann, also dass man dann nicht so das Bein sieht. Da können sie noch höher sein, aber sie haben eine tolle Farbe. Sie sind super gemütlich und sie sind vor allem schon getragen. Wir schauen heute Bobby Van Damme, Eva Zina, produced by Voluptic. Let's go. Das sieht halt auch, manchmal diese Blöcke, ey, das sieht einfach aus wie aus einer Netflix-Serie, so wo man, keine Ahnung, wo man so denkt, ich weiß nicht, jetzt wird irgendwie eine Show abgezogen oder so. La Madrina, ich bin wieder mal auf Joana Maria. Bobby Van Damme, ich bin auf Adrenalina. Auf der Flucht von der fucking Polizia. Sie wollen mein Smia, Junkies wackeln Kiefer. Schweiß gebadet, schicken sie mich im Revier. Was soll ich dir bitte noch sagen, Ewa Sina? Deine Mutter hätte einen Bonzenjungen lieber. Ewa Madrina. Muss schon sagen, so die Deutsch-Rap-Szene, die kann schon singen, ne? Die ja, hat Stimme. Aus dem Block, doch du wolltest seine Probleme nicht. Du lässt mich allein im elften Stock. Auch im Winter gabst du mir Sonnenlicht. Eins muss ich gestehen, Ulla, seit du weg bist. Warte, wird hier im Aufzug geraucht? Ulla, seit du weg bist, läuft mein Leben wie Budget wieder bisschen hektisch. Verkauf Bubble 4 im 10, doch ich such den Exit. Denn die Miete war zu hoch, deshalb pack ich Flex mit. Boah, Miete zu hoch mittlerweile. Ich find's auch so krass, ey, prozentual, wie viel Miete einfach an Gehalt frisst. Also so über 50%, ja, safe, ne? Das ist so krass, so, das ist, ich finde das so heftig, so für, also man gibt halt 80% von seinem Gehalt irgendwie einfach dafür aus, dass man so existieren kann, so, und die 20% versucht man irgendwie zu balancen, obwohl man ja diese 20% nehmen möchte, in irgendwas rein investieren will, um davon langfristig was zu haben und da auch mal rauszukommen, aber das ist krass, wie wenig Handlungsspielraum da ist, und die Tüte vom Aldi ist auch am Schlüssel, aber krass, wie private Einblicke in die Veranda ist schon ziemlich vollgestellt, ne? Ja, das, oder? Das ist doch eine ganz normale Terrasse. Warum haben die da so viel Zeugs? Ina, deine Mutter wollte keinen Dealer. Ewa Sina, doch bei uns herrscht ein anderes Klima. Ewa Sina, deine Mom wollte keinen Dealer, aber bei uns, das ist was anderes. Warum bist du weg schon wieder? Ewa aufgewachsen im Viertel, wurden streng erzogen mit Gürtel. Oh lala, wenn ich heute aufhören würde, um meine Freiheit zu würfeln, wo wäre ich dann? Fragen in meinem Kopf, die ich mir nonstop stell. Gib keinem deine Quelle, weil sonst Kontakt fällt. Ja, Mann, ey, schön, wie er mit der Stimme hochgeht. Um meine Freiheit zu würfeln, wo wäre ich dann? Fragen in meinem Kopf, die ich mir nonstop stell. Gib keinem deine Quelle, weil sonst Kontakt fällt. Probleme, die du nicht kennst, meine Blockmabel. Vermisse dein Geruch von deinem Montale. Man sieht sie auch gar nicht. Man sieht nur die reizbaren Silhouetten und Umrandungen ihres Körpers. Doch sie wollte nur Papier von Gova. Bist du etwa nur bei mir für Lova? Nein, ich will es nicht kapieren, Madroga. Iwa, sag mir einfach nur, bitte, wo du bist. Einen Augenblick, denn du weißt, dass ich vielleicht bald hinter Mauern sitz. Zu viel offene Fragen. Da sind Leute. Ich finde das sowieso immer so, die Wahrscheinlichkeit, dass da niemand draußen ist. Ah, Boah, sag mir einfach nur, bitte, wo du bist, einen Augenblick, denn du weißt, dass ich viele... Ich achte auch wieder auf die unrelevantesten Dinge, ne? Da ist jemand, seht ihr noch jemand? Spalt, hinter Mauern sitzt zu viel offene Fragen. Wieso willst du nichts sagen? Ewa Sina, deine Mutter wollte keinen Dealer. Ewa Sina. Und ist das für euch eigentlich noch Rap oder sagt ihr so, nein, das ist Pop? Ich weiß, ich bin jetzt gar nicht so krass abgegangen, aber
Ich hab Bock, das in meine Playlist zu packen. Das hat mir gefallen. Das war ein schöner, angenehmer Vibe. Das werde ich direkt gleich mal in Spotify reinkopieren. Lasst mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Track zu sagen habt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.